Um einen Slot bei Foodora zu starten, musst du einen Slot gebucht haben. Du fährst dann kurz vor dem Slot mit deinem Rad in die Startzone. Von dort kannst du deinen Slot bis zu 30 Minuten früher starten, indem du dich einloggst und auf Slot starten klickst. Du musst auch deinen Fahrzeugtyp und Taschentyp bestätigen. Sehr bald sollte dann deine erste Bestellung in der App eintreffen. Die App wird dir auch ein akustisches Signal geben. Also achte bitte darauf, dein Smartphone nicht auf lautlos zu stellen. Klicke dann einfach auf Annehmen oder Accept. Du siehst dann die Adresse des Restaurants, zu dem du fahren musst, und die Bestellung, die du abholen solltest. Es gibt auch ein kleines Kommentarfeld. Manchmal wird hier auf einen Seiteneingang für LieferbotInnen hingewiesen. Bitte lies also dieses Kommentar unbedingt, bevor du losfährst. Wenn du beim Restaurant angekommen bist, schau, ob es einen bestimmten Platz für Lieferungen gibt und ob deine dort ist. Du kannst natürlich auch das Restaurantpersonal fragen, ob die Bestellung schon fertig ist. Sobald die Lieferung fertig ist, packe sie in deinen Rucksack, achte darauf, warm und kalt mit Thermotaschen zu trennen. Nachdem du die Bestellung sicher verpackt hast, klicke bitte auf Abgeholt und Bestätigen. Die App zeigt dir dann die Adresse des Kunden oder der Kundin. Auch hier könnte eine kleine Notiz stehen. Zum Beispiel, dass die Klingel nicht funktioniert. Jetzt ist Zeit zum Ausliefern. Wenn du bei der Adresse angekommen bist, nimm das Essen so spät wie möglich aus dem Rucksack, damit es so lang wie möglich warm bleibt. Übergib es dann dem Kunden oder der Kundin entweder direkt, oder wenn sie nach einer kontaktlosen Lieferung gefragt haben, dann stelle es einfach vor die Tür und nehme ein paar große Schritte zurück. Vergewissere dich aber trotzdem, dass es die richtige Adresse ist und dass die Kundin oder der Kunde die Lieferung bekommt. Dann kannst du auf Ausgeliefert und Bestätigen klicken und das Ganze geht von vorne los. Manchmal lieferst du mehr als eine Lieferung gleichzeitig. Dies kann auf zwei Wege passieren. Der gewöhnlichere Weg ist, dass du mehrere Bestellungen von einem Restaurant abholst, dann auf Abgeholt klickst und sie an die verschiedenen Adressen lieferst. Es ist auch möglich, dass du von einem Restaurant zum nächsten fährst und dann beide Lieferungen nacheinander auslieferst. Selbstverständlich erhältst du für jede einzelne Bestellung die vollständigen 4 Euro. Falls du während deiner Schicht ein kleines Problem hast oder ein bisschen Hilfe brauchst, kannst du unser Raven-Tool verwenden. Um darauf zuzugreifen, klicke auf das Kopfhörersymbol rechts oben in der App. Viele Probleme kannst du dort selbst lösen, aber direkte Unterstützung von einem unserer Dispatcher bekommst du auch über dieses Tool, wenn du es brauchst.